Hi, ich bin Marina. Ich habe euch gefragt, ob ihr so ein paar Fragen zum Judentum habt, irgendwas wissen möchtet oder so. Und ihr habt mir 450 Fragen geschickt. Und damit ich nicht allein damit zurechtkommen muss, habe ich hier Elia Havemann, der in Israel sitzt. Hi, Elia. Hallo, Marina. Und wir beide haben uns schon unterhalten darüber, wer Juden eigentlich sind. Und wir haben ganz viel über Religion und religiöse Regeln gesprochen. Heute widmen wir uns alles um säkulare jüdische Kultur und um den Umgang mit Juden. Wir haben ja, wir erinnern uns, Juden sind nicht nur eine Religionsgemeinschaft, sondern auch eine Volksgemeinschaft. Das heißt, heute soll es um all den Rest gehen, der nicht explizit religiös ist. Bist du bereit, Elia? Ich bin bereit. Das sind auch spannende Fragen, muss ich sagen. Ich habe sie mir noch mal jetzt kurz vorher angeguckt und ich freue mich schon drauf. Sehr, sehr gut. Ja, tatsächlich. Ich musste aber einiges grübeln. Einiges habe ich selbst neu gelernt. Also, wo findet jüdisches Leben in Deutschland statt? Und warum hört oder liest man so wenig davon? Wie soll ich sagen, es gibt nicht sehr viele von uns. Das stimmt leider. Es gibt nicht sehr viele von uns. Und die meisten, die es gibt, sind ja genau wie du ja auch aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert. Und viele von denen sind auch gar nicht religiös. Das heißt, ihre jüdische Identität ist nicht so stark. Und das jüdische Leben in Deutschland passiert eigentlich hauptsächlich im religiösen Rahmen. Wobei es halt bei Juden auch die Juden gibt wie Christen, die immer zweimal im Jahr zur Kirche gehen, einmal zu Ostern, einmal zu Weihnachten. So gibt es dann halt auch bei den Juden die halt zu Yom Kippur und zu Pessach in die Synagoge kommen und zu Chanukka ganz, ganz viele Berliner oder wie man in Berlin Pfannkuchen sagt, essen. Und ansonsten ist ja jüdisches Leben einfach nur Leben von deutschen Juden, also nicht großartig anders. Es gibt allerdings jüdische Studentenverbände und es gibt den ZWSD, die Zentrale Wohlfahrtsstelle für Juden in Deutschland, die dann auch für jüdische Jugendliche sogenannte Machanot, also irgendwelche Sommercamps organisieren. Aber ansonsten ist es jetzt, ich glaube, das Leben von einem Fußballfan ist prominenter als das jüdische Leben in Deutschland. Dazu muss man sagen, als ich versucht habe, in unserer Gemeinde hatten wir immer so ein paar junge Leute, die zu den Gottesdiensten kamen und wir haben gesagt, wir möchten gerne einen jüdischen Stammtisch machen für junge Leute, die vielleicht nicht zur Gemeinde gehen, und den wollten wir eben auch nicht in der Gemeinde machen, sondern in einem Café. Und als ich das bewerben wollte in unseren Lokalmedien, hat die Polizei tatsächlich gesagt, bitte keine Werbung, wo ein Ort und eine Zeit sind, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, ein Grund, warum das jüdische Leben nicht so sichtbar ist, ist eben auch, dass wir das aus Sicherheitsgründen oft nicht so sichtbar machen dürfen, wie wir das gerne würden. Und das ist natürlich sehr traurig, muss man sagen. Wie stark hat das Judentum vor allem die europäischen Kulturen und ihre Geschichte geprägt? Also die kurze Antwort ist fundamental. Wir haben so viele jüdische Philosophie, die ganze Ethik ist jüdisch geprägt. Ja, und vor allem auch die dominierende Religion, das Christentum ist ja eine Ableitung aus dem Judentum, also die Basis ist jüdisch. Deswegen das Judentum, wir feiern ja jetzt auch 1700 Jahre Judentum in Deutschland, ist durchaus prägend. Und wenn man sich das Strafgesetz und das bürgerliche Gesetzbuch anguckt und das Grundgesetz, dann sind die ethischen Grundlagen dieser Gesetze durchaus von jüdischer Ethik oder halt christlicher Ethik, die ja von jüdischer Ethik abstammt, abzuleiten. Und insofern, inwiefern hat das Judentum Deutschland oder Europa geprägt? Ich würde sagen, mehr als sich viele Leute eingestehen wollen. Was sind die wichtigsten Werte des Judentums? Gibt es darüber einen Konsens oder entscheiden Jüdinnen und Juden das selbst?
Also erstens, ein Konsens gibt es grundsätzlich über gar nichts im Judentum. Es ist Krieg. Wir streiten. Und das ist Teil unserer Kultur. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil der jüdischen Kultur. Ansonsten jüdische Werte. Ich würde sagen, von der Religion herkommend ist es dieses Ich bin heilig und heilig sollst du sein. Wir streben vom Menschlichen zum Göttlichen. Das bedeutet, wir versuchen weniger selbstbezogen und egoistisch zu sein und uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen und mehr selbstlos lieben zu lernen und nichts Böses zu sagen, nichts Böses zu sehen, nichts irgendwie zu versuchen, sozusagen das Beste aus uns zu machen. Und in der säkuläreren Kultur würde ich sagen, dass gerade so Dialektik und Streit, argumentieren, dass Bildung sehr, sehr wichtig ist. Ja, Bildung stimmt. Bildung ist ein sehr wichtiges Thema. Und das hat auch einen religiösen Ursprung. Es war zum Beispiel so, dass früher, und das war ja auch der Grund, warum Luther damals so erfolgreich war, und wir wissen alle, er war ein schrecklicher Antisemit, aber er hat eben doch eine wichtige Sache angesprochen, und zwar war es damals verboten, für das gemeine Volk Latein zu lernen. Die christliche Bibel war aber in Latein. Und das heißt, der Pfarrer konnte oder Priester konnte alles erzählen, was er wollte. Und niemand konnte das kontrollieren, weil niemand die Heilige Schrift lesen konnte. Und deswegen wurde sie übersetzt. Und bei den Juden ist es so, dass wir ab dem dritten Lebensjahr schon immer, vor allem in religiösen Haushalten, dafür gesorgt haben, dass die Kinder Hebräisch lernen, also auch das biblische Hebräisch, damit sie die Schrift selber lernen und auch selber hinterfragen können. Und einer der wichtigsten Feiertage oder vielleicht sogar der wichtigste ist Pessach, und das Thema dieses Feiertags ist, die Kinder sollen Fragen stellen. Und das, was du meinst mit diesem, mit dieser Diskussion und dieser Dialektik und Sachen zu hinterfragen und dadurch zu verstehen, ist durchaus ein jüdischer Wert. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Wert, der sowohl religiös als auch säkular von Juden auf der ganzen Welt ernst genommen wird, und das ist das sogenannte Tikkun Olam. Und das bedeutet, dass alles, was wir tun, das Ziel haben sollte, die Welt zu verbessern. Im Kleinen oder im Großen, mehr im Kleinen wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist Tikkun Olam eine Begründung für vieles, was wir tun. Tikkun Olam ist zum Beispiel auch eine Begründung, warum Juden sich für Klimaschutz einsetzen sollen. Und es ist auch ein Grund, warum wir diese Videos machen. Tikkun Olam. Elia, wie hat das Judentum es geschafft, wenn man den Zeitstrahl betrachtet, eine nicht paranoide, irre Gemeinschaft zu werden? Also nicht paranoid und nicht irre. Ich weiß nicht, ob ich unterschreiben kann, dass wir weder paranoid noch irre sind. Manche von uns sind ein bisschen irre. So ein bisschen sind wir es. Und ich meine, wir wittern überall Antisemitismus. Das Problem ist, dass er meistens auch dort ist. Es ist uns wichtig, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den Staat Israel haben und brauchen. Wir wollen eben nicht paranoid sein müssen, sondern wir wollen ein freies Leben leben können, wo wir uns selbst schützen können und nicht darauf angewiesen sind, dass die Gesellschaft um uns herum uns gerade leiden kann oder auch nicht. Warum wir nicht so paranoid auftreten und zum Beispiel so Dinge machen würden wie lass uns mal lieber aussterben oder alle konvertieren, das sind auch Ideen übrigens, die sogar Herzl angebracht hat. Herzl, der Begründer der zionistischen Idee oder die treibende Kraft hinter der zionistischen Idee, hatte ursprünglich die Idee, dass alle Juden mal eben zum Christentum übertreten und so das Problem des Antisemitismus oder des Antijudaismus aus der Welt zu schaffen. Die Idee hat sich nicht durchgesetzt, und insofern bin ich froh, dass sie sich nicht durchgesetzt hat und dass wir weiterhin ein selbstbestimmtes Volk mit den Werten, über die wir gerade eben gesprochen haben, sind, und hoffentlich noch viele, viele tausend Jahre weiter, bis Moschiach kommt. Ich würde sagen, die zwei Dinge, die uns helfen, sind Humor, sehr viel davon. Und Hoffnung. Hoffnung. Die israelische Nationalhymne heißt Hatikva. Die Hoffnung. Und sie ist in Moll. Das gibt's so selten. Nationalhymnen in Moll.
und die dann auch noch Hoffnung zeigen. Und ich finde, das ist diese Dialektik oder dieser Kontrast ist etwas, was uns sehr gut beschreibt. Welche Positionen gibt es zu Partnerschaften zwischen JüdInnen und Nicht-JüdInnen und Juden? Gibt es da irgendwelche religiösen Einschränkungen? Also säkular war es früher verpönt. Man hat so geguckt, so, warum heiratet ihr ein Nicht-Juden? Was soll das? Aber inzwischen ist mehr als die Hälfte aller jüdischen Ehen in Deutschland, also aller Ehen, die Juden betreffen, in Deutschland gemischt. Ja, die Religiösen sehen darin eins der größten Probleme unserer Zeit, weil dadurch eben so viele Kinder entstehen, die ja glauben, sie sind Juden, sind es aber nicht, weil der Vater zufällig der jüdische Partner ist und nicht die Mutter. Und weil natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kinder dann, also auch die jüdischen Kinder, wenn es eine jüdische Frau ist, sich vom Judentum entfernen und verloren sind, auch groß ist. Insofern wird das als Problem angesehen und ganz anders. Wir leben in einer Zeit, wo Antisemitismus existiert und wo wir diese Schicksalsgemeinschaft, über die wir in den letzten Videos gesprochen haben, halt deutlich spüren. Und da ist es natürlich einfacher emotional, wenn man das mit dem Partner gemeinsam durchlebt und gemeinsam eben zu dieser Schicksalsgemeinschaft gehört und nicht einer von beiden sozusagen nur dazugekommen ist. Natürlich, wo die Liebe hinfällt, da fällt sie hin, da kann man nichts tun. Man kann immer noch konvertieren. Es gibt sehr viele Leute, die für ihren Partner konvertieren. Es gibt auch sehr kontroverse Meinungen darüber, ob das gut ist, dass die Leute konvertieren. Wir können ja keine abschließende Antwort geben, außer dass wir als Menschen natürlich kein Problem damit haben, wenn Leute lieben und sie heiraten wollen, du und ich, würde ich mal sagen. Nein. Aber es ist jetzt kein Thema, wo wir sagen würden, ja, alles easy. Ja, also ich persönlich respektiere euch und liebe. Was sind die witzigsten Traditionen, Riten oder Geschichten im Judentum? Willst du anfangen? Ich finde am witzigsten selber das Fest Purim, an dem wir mal wieder feiern, dass sie uns töten wollten und wir überlebt haben. Und das ist ein Fest, das in Kostümierung begangen wird und mit unfassbar viel Lärm in der Synagoge und während des Gottesdienstes, weil man immer, wenn der Name des Erzschurken fällt, super viel rasseln und Lärm machen muss. Und es ist, also wir zumindest in der Gemeinde machen gerne mal sehr elaborierte Shenanigans und Theaterstücke und was nicht alles. Ja, Purim ist lustig. Es gibt Leute, die sagen, man muss so viel Alkohol trinken, dass man nicht mehr in der Lage ist, Freund und Feind auseinanderzuhalten. Also ein Besäufnisfest. Nicht jeder Rabbiner wird zustimmen, dass man tatsächlich so viel trinken soll, aber es wird durchaus getrunken an diesem Tag und macht Spaß. Aber es gibt natürlich auch Riten, die vor allem für Außenstehende sehr komisch aussehen. Eins davon zum Beispiel ist Taschlich. Wenn wir jetzt, das machen wir an Rosh Hashanah, am Neujahr, am jüdischen Neujahr, da gehen wir zu einem Gewässer, in dem möglichst mindestens Fische drin leben und leeren unsere Taschen aus und werfen unsere Sünden symbolisch in das Wasser. Und das funktioniert natürlich nicht, das ist ja wie ein Aberglaube, aber das ist halt einer unserer Riten. Das Traurige an diesem Ritus ist, dass deutsche Juden den jahrelang nicht gemacht haben. Und zwar, weil sie, oder Jahrhunderte nicht gemacht haben, also wer heute ein überzeugter Jecke ist, macht es immer noch nicht, weil man nicht den Anschein erwecken würde, als würde man Brunnen vergiften, indem man so symbolisch seine Sünden ins Wasser wirft. Heutzutage bitte nur organisch abbaubare Dinge in den Taschen haben. Weil Umweltverschmutzung. Warum gibt es kein Religionsfach in den Schulen für jüdisch gläubige Menschen?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Es gibt nicht so viele SchülerInnen, die das bräuchten, und es gibt nicht so viele Lehrer, die das anbieten können. Ich selber war ja an einer deutschen Schule und ich war an der Grundschule im katholischen Religionsunterricht und an der weiterführenden Schule war ich im evangelischen Religionsunterricht. Es gibt jüdischen Unterricht an jüdischen Schulen und es gibt ihn in den Gemeinden. Ja, es gibt Schulen in Hamburg zum Beispiel, wo meine Frau Jenny hingegangen ist, die dann den jüdischen Schülern anbieten, anstelle des Religionsunterrichts einen schulischen Religionsunterrichts einen in der Gemeinde zu machen, der dann auch anerkannt wird von der Schule und auch benotet wird und so weiter. Ich persönlich bin nicht in Religionsunterricht gegangen. Ursprünglich war ich im Katholischen so bis zur dritten Klasse oder bis zur zweiten Klasse, dritte Klasse, glaube ich. Und dann hat mir die Lehrerin eine Eins gegeben auf meine Hausaufgabe, die extrem schlecht gemacht war, weil sie wollte diesen armen Judenbengel, der ich ja per Abstammung trotzdem war, auch vor meiner Konvertierung, wollte sie gewinnen. Ich merkte, dass das Betrug war. Bin daraufhin zum Rektor gegangen und habe gesagt, ich möchte ab sofort vom Religionsunterricht befreit werden. Und das war mein letzter Unterricht in katholischer Religion. Mich würde interessieren, warum Juden oft so urdeutsche Namen haben, wie zum Beispiel Weißband oder Spiegelberg. Also erstens nicht nur urdeutsche, sondern auch wunderschöne Namen. Und das hängt damit zusammen, dass viele Juden bis in relativ neue Zeit überhaupt keine Nachnamen hatten. Sie durften keine Nachnamen haben in Deutschland. Und das kam erst im 18., 19. Jahrhundert, dass Juden sich Namen nehmen mussten. Und dann durften sie sich entweder welche ausdenken oder auch welche kaufen. Das kam auch vor. Und dann hat man eben so wohlklingende Namen von schönen Dingen wie Blumenstein oder Goldberg genommen. Ja, und die mussten gekauft werden. Es gab dann auch Leute, die kein Geld hatten und dann Treppengeländer oder sowas hießen. Den Witz hast du von mir geklaut. Den habe ich, glaube ich, mal. Den habe ich dir geklaut, den Treppengeländerwitz? Den Treppengeländerwitz hast du mir geklaut. Ich weiß es nicht, der hat die Runde gemacht. Langnas, es gibt Rabbiner Langnas in München. Auch ein ganz offensichtlicher Spottname, der seinem Vorfahren gegeben worden ist, weil er kein Geld hatte wahrscheinlich. Gibt es so etwas wie jüdischen Humor und was zeichnet ihn aus? Also es gibt ja sehr viele verschiedene Kulturen im Judentum, weil Juden in der ganzen Welt leben. Es gibt in Mexiko wahrscheinlich andere Bräuche als in Äthiopien. Aber ich würde sagen, es gibt trotzdem, wo auch immer aus der Welt ich Juden treffe, habe ich das Gefühl, auf Humorebene durchaus Anklang zu finden. Und das ist, glaube ich, immer Humor, der so ein bisschen selbstironisch ist, das eigene Leid erträglich macht. Und ja, ich glaube genau das, also selbstkritischer Humor. Ja, diese Selbstironie ist wirklich das Wichtigste, glaube ich, am jüdischen Humor. Es gibt eigentlich nicht solche platten Witze, die sich über Stereotypen von Gruppen weder der eigenen noch anderen lustig macht, sondern wirklich so ein tiefgründiger Humor, der, ja, wie du sagst, das Leid erträglich macht, was wir erleben, aber auch selbstkritisch unsere Religion ein bisschen aufs Korn nimmt, unsere Riten aufs Korn nimmt. Und wenn möglich noch eine zweite Ebene mindestens hat, um auch den Intellekt anzusprechen und nicht nur die Lachmuskeln. Rebe, tut es weh? Nur wenn ich lache. Genau. Althebräisch ist ja für die Gebete unerlässlich. Versteht die Mehrzahl der Jüdinnen und Juden eigentlich die Sprache oder kennt man hauptsächlich die üblichen Gebetsformeln und reimt sich den Rest dann zusammen? Ja, die Gebetsformeln, das sind ja sehr, sehr lange. Also das Morgengebet dauert ja 20 Minuten, wenn man extrem schnell ist. Und wenn man langsam betet, dauert das irgendwie 2 Stunden. Das sind nicht ein paar Formeln, die man dafür kennt, sondern das ist ein halbes Buch. Und das Neuhebräisch ist ja eine sehr, sehr junge Sprache. Die wurde ja erst vor 60, 70 Jahren zum Leben erweckt. Und sie basiert natürlich auf dem alten Hebräisch. Und
In der Tora, also in der hebräischen Bibel, gibt es kein Wort für Flugzeug und es gibt auch keins für Flasche. Dort gibt es vielleicht Fiolen und Schüsseln, aber keine Flasche. Und deswegen wurden ganz, ganz viele Worte erfunden. Die Grammatik wurde ein bisschen vereinfacht, aber die Sprachen sind nicht so weit auseinander, das Althebräische und das Neuhebräische. Und das Wort für Flasche ist übrigens Bakbuk. Weißt du warum, Marina? Weil es so klingt, wenn du trinkst? Genau, es ist einfach die phonetische Umsetzung von Bakbuk, 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 ne, wie eine Flasche ausläuft. Und insofern, wer heute Neuhebräisch kann, kann die Tora und die Gebete relativ problemlos lesen. Es klingt ein bisschen komisch, ein bisschen altbacken, aber eben nicht so weit weg. Mein Neuhebräisch zum Beispiel ist sehr, sehr schwach. Ich habe es erst in Israel gelernt, in relativ fortgeschrittenem Alter. Und ich selber verwende zum Beten einen Siddur. Das ist also ein Gebetsbuch. Da habe ich die Texte auf Hebräisch. Und ich habe sie in der Transliteration mit lateinischen Buchstaben ausgeschrieben. Und ich habe da eine Übersetzung stehen. Genau. Und man betet auch die Übersetzung. Also wer kein Hebräisch versteht, soll die Übersetzung beten, weil man soll verstehen, was man da betet. Genau. Die jüdische Küche. Was sollte man unbedingt mal ausprobieren? Was soll man ausprobieren? Ja, alles, was einem die eigenen Speiseregeln erlauben. Also man sollte natürlich kein Fleisch essen, wenn man Vegetarier ist. Aber die jüdische Küche ist sehr vielfältig und grundsätzlich ein Versuch wert, würde ich sagen. Wenn ihr in Israel seid, esst euch durch alles durch. Es ist die beste Küche der Welt. Und man muss dazu wissen, dass die jüdische Küche eine echte Raubküche ist. Das heißt, wir haben uns von allen Gegenden, wo wir als Juden leben mussten oder wollten, halt alles irgendwie mitgenommen, was wir irgendwie gut oder spannend oder praktisch fanden. Sei es der Cholent und der Borscht aus dem Osten, sei es der Hummus und die Falafel hier aus dem Nahen Osten. Und das haben wir alles sozusagen einverleibt und zu unserer eigenen Küche gemacht, bisschen abgewandelt. Hier in Israel zum Beispiel essen wir diese Pita-Brote und die arabischen Israelis nennen das jüdische Pita, weil sie eben nicht so ist wie die Original-Pita der arabischen Menschen. Und so ist, haben wir ein Sammelsurium an Genüssen, was man sonst, glaube ich, in einer anderen Küche nicht so findet. Was wird Juden häufig gesagt, ist aber nicht gut oder gut gemeint? Also, ich erlebe häufiger als deutsche Jüdin sowas wie, boah, du bist die erste Jüdin, die ich treffe, weil ich mich da so ein bisschen fühle wie ein Zootier. Oder ich schätze jüdische Menschen sehr. Wo ich denke, warum sagst du das? Wait, schätzt du andere Menschen nicht sehr? Oder man würde nicht so etwas zu einem deutschen Menschen sagen. Ich schätze deutsche Menschen sehr. Ja, dieser Philosemitismus ist ja eigentlich ein Antisemitismus umgedreht. Mit anderen Worten, er hat genauso wenig Grund und Sinn wie der Antisemitismus. Und insofern ist er auch im Grunde genommen genauso unangenehm. Fühlt sich natürlich ein bisschen besser an, weil man natürlich lieber irgendwie geliebt wird, als gehasst wird. Und weil er selten auch in Gewalt umschlägt. Aber die Idee dahinter ist dieselbe. Juden sind anders. Warum reden wir immer von jüdischem Leben in Deutschland? Klingt für mich, als würde es dazugehören. Also eine Art Selbstabsonderung. Also ich finde, es gibt jüdische Kultur und es gibt keinen Grund, sie unsichtbar zu machen. Im Gegenteil, es ist keine Selbstabsonderung, sondern es ist einfach ein... Man kann ja eine Identität haben, ohne zu sagen, dass man nicht zu einer anderen Identität gehört. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Darf man als Nichtjüdin auch mal in einen Gottesdienst in der Synagoge besuchen? Darf man hier in Deutschland, wenn ihr jüdische Freunde habt, lasst euch von denen mitnehmen. Sonst erkundigt euch am besten vorher bei der Gemeinde, wann und wo es am praktischsten ist. Elia, was muss man dabei beachten? Ja, also theologisch, religiös gibt es überhaupt keinen Grund, nicht hinzugehen.
Natürlich, jeder ist willkommen. An vielen Synagogen, zum Beispiel in der in Hamburg, steht auch oben auf Hebräisch dran, lasst mein Haus ein Haus des Gebetes für alle Völker sein. Also alle sind eingeladen zu kommen. Aufgrund der Sicherheitssituation verlangen viele Gemeinden, dass man sich vorher schriftlich anmeldet oder man nimmt eben einen Leumund mit, wie einen jüdischen Freund, der sagt, ich kenne den, der ist in Ordnung und kommt so an der Security vorbei. Das ist leider Realität in Deutschland. Was muss passieren, damit man sich als Jüdin oder Jude in Deutschland wohl und sicher fühlen kann? Ich kann sagen, warum ich mich in Israel sicher fühle und in Deutschland nicht. Und wir haben in Israel ja eine Bedrohungslage, die erstmal schlimmer oder größer aussieht als in Deutschland. Und wir haben auch keine Polizei, auf die wir extrem stolz sein können. Also die ist genauso schlimm oder gut wie Polizei in anderen Ländern. Der Unterschied ist einfach, dass wir immer davon ausgehen können, dass wenn wir angegriffen werden, weil wir Juden sind, sofort jemand da ist, der eingreift. Die Zivilcourage der Umgebung, auf die kann man sich verlassen. Auf das nicht diskriminiert werden von anderen Mitmenschen, darauf kann man sich verlassen. Und insofern, wenn was Schlimmes passiert, dann ist man hier in einer viel besseren Situation als in Deutschland. Und in Deutschland, wenn man angegriffen wird, antisemitisch angegriffen wird, und sei es auch nur verbal, dann kann man davon ausgehen, dass alle anderen nur weggucken. Und das ist ein Sicherheitsgefühl, zu wissen, dass man Menschen hat, die einem beistehen. Nicht zu wissen, dass einem nichts passiert. Das gibt es sowieso nicht. Das ist tatsächlich auch, also mir würde es helfen, wenn wir häufiger Rollenspiele, Trainings in Zivilcourage hätten, wo man sowohl als Angegriffener als auch als Bystander mal guckt, was würde ich in dieser Situation tun? Und dass Leute einfach das paar Mal durchgespielt haben, um in der Situation bereit zu sein, entweder einzugreifen oder Hilfe zu rufen. Wie kommt es an, wenn nicht jüdische Menschen Shoah sagen? Also hier geht es, glaube ich, um den Kontrast, soll man Holocaust sagen oder Shoah. Es ist auf keinen Fall respektlos, wenn ihr Shoah sagt. Das ist der korrekte Begriff und ich finde ihn besser als der Begriff Holocaust, der... Also wenn ich jemanden Shoah hören sage, dann gehe ich davon aus, der hat sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist doch gut. Genau. Ich möchte gerne wissen, mit welchen noch erschwinglichen Büchern, Broschüren oder Nachschlagwerken ich etwas über das Wesen des Judentums erfahren kann. Ich mache euch eine Liste in die Videobeschreibung mit ein paar hilfreichen Ratschlägen zu Büchern, in die ihr mal reinschnuppern könnt. Ja, ich bin hier vorbelastet. Ich habe selber eins geschrieben. Ich möchte natürlich, dass ihr das alle lest. Leider gibt es das nicht mehr im Druck, sondern nur noch als E-Book. Das beantwortet sehr viele Fragen. Du musst uns dann noch den Titel verraten. Ja, der Titel heißt Wie werde ich Jude und wenn ja, warum? Wir haben darüber schon gesprochen in einem der anderen Videos. Das ist ein Buch zum Nicht-Konvertieren und bringt auf etwas humoristische Art und Weise die Auswirkung von jüdischem Leben auf einen Menschen in einer deutschen Umgebung auf den Punkt, weil es eben zeigt, wie es sich anfühlt, wenn man in Deutschland erstmal nicht Jude war und dann Jude geworden ist und welche Herausforderungen das mit sich bringt. Und so können Leute besser nachfühlen, was es bedeutet, Jude in Deutschland zu sein. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr unsere Bildungsarbeit hier spannend fandet, dann lasst uns gerne ein kleines Dankeschön per PayPal-Link in der Beschreibung da. Das geht hauptsächlich an Karol Kosmonaut, der so freundlich ist, das alles für uns zu schneiden und mit Untertiteln zu versehen. Und in den nächsten und vorerst letzten Video dieser Reihe sprechen wir über Antisemitismus. Yay! Damit ihr das nicht verpasst, abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke. Und wir sehen uns bald. Bleibt gesund!